So, und schon sind wir wieder im harmloseren Gebiet, wo nicht mehr so viele Banditen hoffentlich auftauchen. Hoffentlich. Bumm, tot. Ja, das wär's. So, wir laufen, 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 laufen. Laufen. So viel hätte ich gar nicht wegwerfen müssen, aber dann kann man wenigstens gescheit schnell laufen. Was ist das überhaupt? Hat keine Anzeige. Ist immer voll. Na, Hundis? Nein, das ist für dieses Strahlending. Da wollen wir nicht hingehen. Nein, nein, nein. Warte ich jetzt oder laufe ich weiter? Ey, ich kann mir das zoomen. Cool. Yeah. Yeah. Mein Scharfschützengewehr. Mein doppelläufiges Scharfschützengewehr. So. Laufen, 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 laufen. Boah, ein Königreich für ein Auto. Brumm, 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 brumm. Klingt nicht wie ein Auto. Nee, nicht wirklich. So gar nicht klang das jetzt wie ein Auto, aber egal. So ist ja nur ein Stück und dann müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen, dann laufen wir dahinter. Machen die schnell, erschießen da alles, laufen dann da hoch und sind ganz glücklich. Und dann sind wir fast schon durch, weil wir müssen ja nicht auf den Weg achten. Hey, wir laufen also den Weg nochmal. Toll, ne? Ja, da freut ihr euch, ich weiß. Toll! So, und da der Schnellspeicherstand natürlich noch in einem anderen Levelgebiet lag, ist es gleich nochmal abgestürzt. Buhu. Also wir laufen. Bei doppelläufigen Scharfschützengewehrflinten Schrotdingens. Ich habe auch ein Messer. Bin ich schnell im Messer? Yeah. Oh, ist nicht Counter-Strike so ein Mist. Kurz gesagt, besseres Singleplayer-Spiel als Stalker. Vor allem ist es gar kein Singleplayer-Spiel. Ich habe hier auch noch Granaten. Yeah. Eine RGD. Typisch Russen sind so blöd, RGB zu schreiben. Aber weiß doch jeder, was RGB heißt. Rosa, gelb, braun. Ha. Der Witz wird auch nie unlustig. Der ist wie Schaltholz oder Hugo, ha, immer lustig. Ich mache besser mein Licht an, dass ich es besser sehe. Wie man beim SOS-Signal sehen kann. Ich bleibe wieder stehen und hole mir meine Ausdauer. Was war das denn für ein Geräusch? Wieso ist es jetzt weg? Ach, so ein Vogel. Ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein ernstzunehmender Gegner oder so. Und diesmal schaue ich vielleicht mehr auf meinen Weg, als irgendwelchen Scheiß zu machen. Dann sterbe ich vielleicht auch nicht wieder. Nein, das war ein Witz. Ich bin gleich wieder tot. Zum Glück kommen hier nicht ständig Gegner, sonst würde schon überall alles voll mit solchen Punkten auf der Karte sein. Hey, bist du ein Freund oder ein Feind? Ein Freund. Aha, wenn sie es nicht einfärbt, ist er nicht in meiner Waffenreichweite oder wie? Doch, ist er. Oh, was bist du denn? Du bist kein normaler Hund. Aber du bist. Wieso bekomme ich das jetzt? Hä? Bin ich doch gar nicht mehr. Bin doch hier schon längst. Das habe ich doch auch schon mitgenommen, oder? Oder habe ich da noch was übersehen? Ich kann da nochmal schnell hinlaufen. Ich laufe nicht wieder in so eine Anomalie und sterbe. Den Spaß hatten wir heute schon. Ich will mich ja nicht zu oft wiederholen. Was ich aber tun werde. So, ich gehe noch mal gucken, ob ich nichts vergessen habe. So, jetzt stehe ich daneben. Hier ist Dreck im Container. So, ob da oben war ich ja schon mal und habe ich auch alles mit. Hat er überhaupt was zu mitnehmen? Oh, oh. Okay, scheinbar funktioniert es doch. Hey. Ich verstehe das System, wenn nicht immer funktioniert, wie es aussieht. Ich könnte da hochklettern, aber was soll ich da? Und nein, die Schrotflinte werde ich nicht benutzen. Ich habe die nur so dekorativ rausgezogen, weil die halt einfach. Ne? Ihr wisst schon, ne? Was zur Hölle?
kommst du jetzt her? Wer hat dich erschossen? Leise, leise, leise! Ich muss mal testen. Was bist du denn? Das ist kein Hundeschwanz. Pseudo-Hundeschwanz. Widerstandsfähigkeit der Haut von mutierten Hunden gegenüber existenten durch chemischen Stoff schon lange gegen Widerstand wissenschaftlichen Interesse. Der Hundeschwanz ist fast vollkommen frei von Fettgewebe und daher besonders gut für Forschungszwecke geeignet. Mein Schwanz ist auch fast frei von Fettgewebe. Den wollte aber doch niemand untersuchen, also wissenschaftlich jetzt. Stehe ich gar nicht. Dann kann ich ja doch die ganzen Punkte nochmal abgehen, oder wie jetzt? Hab ich es nicht eben schon wieder schießen hören? Will ich es überhaupt wissen, ob hier jemand rumballert? Hä? Liegt noch Munition, warum auch immer. Ich bin zu erschöpft, um zu gehen. Ach. Was? 200 Gramm wiegt so ein Schwanz? Kann ich mir kaum vorstellen. Ist der so viel wiegt? Was ist das denn? Da liegt was. Ja. Das liegt direkt in der Anomalie. Toll. Vielleicht kann ich es ja von draußen nehmen. Ich meine, wenn ich Leute durch Wände schießen kann, kann ich bestimmt doch Dinger durch. Nein, kann ich nicht. Ja, aber da drin, da war ich ja. Das buggt ein bisschen. Das Zeug habe ich ja mitgenommen. Da war diese. Das war, glaube ich, sogar die Weste, die ich gerade anhab, oder? Hier schießt schon wieder. Ich dachte, hier hätte ich schon alles getötet. Kommen die immer wieder her? Ich meine, ernsthaft, die müssen doch irgendwo herkommen. So irgendwo her. Ich habe ein Messer. Ja, yeah, ich kann stylisch mit zuschlagen. Ich höre es schon wieder schießen, das ist bestimmt wieder da unten. Und rufen höre ich es auch noch. Ich höre schon wieder Stimmen. Oh. Und zur Hölle gehen hier schon die Party ab. Besser, ich weiß es nicht. Jetzt laufe ich da noch hin und ja. Ja, Behälter im Einkaufswagen. Was haben wir da noch so? War ich auch schon mal. Ja, lauf bloß weg. Ich habe nämlich eine Schrottflinte. Eine Schrottflinte. Ich soll vielleicht nicht meine ganze Schrottmunition für sowas Sinnloses verschwenden. Da ich die eh nicht behalten werde, von daher entladen. So, wir laufen mal. Ich ziehe mal wieder meinen Bolzen raus. Ich will meinen Bolzen wieder in die Hand nehmen. So. Lustig. Voll in die Fresse. Nimm das. Yeah. Yeah. So. Genug Scheiße für jetzt gemacht. Wie jetzt, hä? Ach, da oben ist auch noch eine Belohnung, oder was? Also vielleicht, wahrscheinlich eher nicht so. Ich passe nicht durch die Tür, ich bin zu... fett. Nein, nur zu groß. Das wollte ich gerade schon gekränkt, beleidigt sein, aber... Kann ich die kaputt schlagen? Nein. Wo ist hier schon wieder? Nirgendwo. Danke fürs Gespräch. Ich bin so erschöpft, um zu gehen. Ich muss mal ganz viel Zeug verkaufen hier. Das geht ja so gar nicht. Ich kann ja keine 5 Meter gehen, ohne dass ich erschöpft bin oder handeln hier. Er hat keine interessanten Waffen. Hey. Steck mir dein Gewehr nicht in mein Gesicht. Toll. Er hat auch kein Geld und nichts. Hier geht's nicht nach rechts. Ich bin immer noch voll beladen. Und der Typ oder Spieler soll erstmal lernen zu spielen, bevor er hier mit seiner Laune rumklimpert. Das ist ja grauenhaft.
Was ist überhaupt diese blaue Anzeige, die irgendwie so gar nicht mit dem hier übereinstimmt? Ist aber kurz vorm Händler, kann ich nicht mehr laufen. Hast du die Beute? Ja, komm. Hier wegen des Auftrags. Jawohl. Bis dann. Ist ein Auftrag für mich? Die Gegend von Mutanten. Es gibt was leichte Sache. Sie wollen einen ausländischen Touristen hierher bringen. Hat meinen Jungs etwas Geld geboten, um sie so nicht mal ansehen zu können. Und die Gegend, die ihm zeigen werden müssen, von Handelführern. Kannst du dich darum kümmern? Ich bin dabei. Okay, bis dann. Ist das auch wieder so ein, du hast nur 2 Tage Zeit, Auftrag. Klingt einfach, da muss ein Haken dran sein. Handeln, 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 handeln. Tschüss und tschüss. Und das kauft er natürlich nicht. Und tschüss, 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 tschüss. Ah ja, der hat natürlich unendlich viel Kohlen. So, das will ich noch weg. Weg, weg, wer will. Wegbekommen. So, dann gucke ich mal in meine Kiste. Ja, das verkaufe ich auch mal alles hier. Bevor es ja ewig rumgammelt und ich dann eh irgendwann nie wieder hier hinkomme. Alles nehmen. Ja, ich kann sogar noch laufen, ich bin beeindruckt. Das wäre natürlich noch eine Ecke besser als mein jetziger. Habe ich dafür Munition? Nein. Ich brauche mal wieder eine Wurst. Ist mal eine Wurst. Nun, schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Halt. Will ich die behalten oder ist er weg? 556er AP. Hat er die zufällig? Natürlich nicht. 556er. Kann ich einfach andere Munition reinstecken? Die will ich. Schalldämpfer. Ach komm, sei mal realistisch. Ich benutze eh nie einen Schalldämpfer. Das Zeug kann ich alles nicht bei ihm verkaufen. 762er, nein. Ich glaube, ich verkaufe jetzt einfach mal alles an Munition. Soll ich das wirklich verkaufen? Ich bin so unentschlossen, was wiegt denn so? Was kostet denn überhaupt? Was wiegt überhaupt so Munition? Das wiegt halt sau viel. Ich mache mal eine Taschenlampe an. Vielleicht gibt es wieder bessere Preise. Nein. Moment, was ist. Muss er kurz. Ah, die Fresse. So, also, was hat die überhaupt für Munition hier? 918. Sehe ich hier drin nicht. So ein Mist, ein dummer. Njaup. Also, die frisst die 918. Deswegen habe ich da auch 977 Schuss mit. Okay. Und das ist die 545. Gut. Jetzt weiß ich Bescheid, was ich verkaufen kann. Ja, Schnauze. Also, was ist das? 545. Die behalte ich. Behalte ich auch. Das kommt weg. Ich habe keinen Bock mehr, da nochmal hinzugehen. Tschüss. Das bringt ja eh nichts. So, das Gewehr ist zwar super, ich habe aber keine Munition dafür. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich da welche herbekommen soll für. So, das ist die, wo ich verwende. Wo ist die Munition jetzt hin? Ach da. 918. Okay, das ist andere Munition. Was ist das? Die behalte ich mal. Das ist die bessere Version. Was ist das so? 67. Kann weg. Kann weg, habe ich gesagt. Alles, was ich jetzt. Ich werde es irgendwann noch bereuen, fürchte ich, wenn ich die jetzt alle verkaufe. Aber was soll's. Noch 5 Flaschen Wodka drauflegen. Ein paar Verbände. So viel brauche ich, glaube ich, nicht. Ich weiß, es ist ein totaler Fehler jetzt von mir, aber was soll's. So. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Ich habe immer gutes Zeug dabei. Im Satz zu einem gestreckten Scheiß direkt. Ja, soll ich die verkaufen? Weiß nicht. Ich würde sie gern behalten.
Ich habe keine Munition dafür, ist doch kacke hier. Ja, so. So kann ich Munition nicht selbst herstellen. Dann mal gute Jagd. Ja, jetzt habe ich auch wieder richtig Munition für die Dinge. 1000 Schuss. Über 1000 Schuss. Ey, Kleiner, guck mal. Ey, wo sind meine Bolzen? Ach, da. So, handel mal mit mir. Was hast du so? Nicht viel. Das ist schon zu viel für dich. Kriegst also keinen Schwanz. Nech. Nech. Nichts kann man denen geben. Du willst bestimmt was kaufen. Ja, komm, komm. 504. Ich kriege auch kein neues Geld wahrscheinlich. Also nicht in diesem Jahr 1000 mehr. Gott, die Bitterrate wird wieder Amok laufen. Ja, du kannst mit mir handeln. Kannst dir aber nichts leisten. Moment, ich kann mir... Moment, die kosten 300 das Stück. 300. Das geht auch nicht. Für wie viel kann ich die verkaufen? Für 112. Na toll. Das heißt, das war jetzt richtig scheiß Geschäft. War mir klar, dass das so ist. Bin ich der Einzige, der das irgendwie scheiße findet, dieses Verhältnis so? So ein bisschen? Hm, wahrscheinlich ja. 292, so. Okay, gehen wir sie wieder verkaufen. Hat sich so richtig überhaupt nicht gelohnt. Schön, dass wir drüber geredet haben. Nein, im Moment gibt's nichts. Gut, gehen wir noch einen Nebenauftrag erfüllen. Ja, die Hauptstory geht bald weiter. Ich weiß, es ist unglaublich spannend und so. Hey, vielleicht hat mein Freund da vorne noch was zu verkaufen. Hm, 330, da kriegst du gar nichts, wie es aussieht. Sehr schön. Immer wieder schön mit euch zu handeln, ihr Pfeife. So, machen wir schnell noch die Mission da vorne. Dumm, die dumm. Und wir laufen dumm in der Gegend rum. Die dumm. So, das ist da oben bei diesem tollen Gebäude mal wieder. Wo wir noch so gar nicht oft waren, glaube ich. Nur so irgendwie 12.000 Mal. Ich hab's schießen gehört. Vielleicht auch nicht. Vorsichtig, nicht in Anomalien laufen, dann ist alles gut. Schauen wir mal schnell speichern. Dann wird alles noch viel besser. Dann noch ein Stück darüber laufen. Und dann geht's hier gleich bestimmt die Party ab. Ich sehe da gerade keinen. Okay. Verschwende ich dafür meine gute Munition, wenn ich auch die billige nehmen kann. So, jetzt nehme ich wieder neues Zeug mit. Ich lade das mal durch. Durchladen ist immer gut. So ein Hobby von mir. Einfach mal alles durchladen. Ist das ein Hund oder ist das ein Felsen? Das ist ein Felsen. Toll. Ich soll jetzt die Mutanten töten, die gerade alle weggerannt sind, oder was? Komm. Tot. Da war noch irgendwo so ein Weißer, ich hab's genau gesehen. So ein weißer alter Mann. Er nannte sich Gandalf. Der ist sehr verdächtig. Halt, bist du da? Bleib da! Ich will jetzt nicht 3 Stunden hinterherlaufen müssen, um dich zu finden. Wo ist er denn nun hin? Och nö!
das für ein Scheiß, für ein Dummer? Das ist eine Müllaufgabe. Tolle Sache. Meint ihr, der kommt wieder, wenn ich lang genug weg bin? Wahrscheinlich nicht. Muss wahrscheinlich so 2 Monate jetzt warten, dann kommt er wieder irgendwann, ja. Die Anomalie laufe ich mal lieber nicht rein. Moment, da läuft er. Und ich habe ihn fast einen Headshot gedrückt. Nein, das Vieh gehört nicht zu den Typen, wo ich eliminieren muss. Wo jetzt hier? Voll die witzlose Deppenaufgabe. Deswegen hat er sie mir auf dem Auge gedrückt. Hm? Bin der Einzige so blöd, was ich anzunehmen. Naja. Aber ich muss mal wieder ein paar gute Missionen machen, nachdem die eine so katastrophal fehlgeschlagen ist. Hätte mir mal auch jemand sagen können, dass die Typen sterben können und so. Und wie soll ich das überhaupt verhindern?